Er schaut schon mal nach den großen Zeiten der Eintracht. Die Pokale im Museum haben es dem neuen Sportvorstand Freddy Bobic angetan. Viermal DFB-Pokalsieger, einmal Deutscher Meister und einmal UEFA-Cup-Sieger. Doch die Zeiten sind längst vorbei. Jetzt heißt es, die Ärmel hochkrempeln und die kommende Saison zu planen. Eines der Hauptthemen natürlich der Kader. Wir werden einen guten Mix aus erfahrenen Spielern, natürlich wie jungen Spielern brauchen auch. Ja. Wir wissen aber, was wir Profile haben wollen auch und was für Spieler wir haben wollen auch für Eintracht Frankfurt. Also es wird schon ein bisschen ein anderes Gesicht werden, das ist ganz klar. Aber Gesichter wie Alex Meyer oder Marco Russ, wenn Marco natürlich auch wieder irgendwann auch hoffentlich schnell gesund wird, sind natürlich auch wichtig für die Eintracht. Ja. Wir brauchen auch Spieler mit lokalem Bezug, aber die kannst du dir auch nicht backen, dass sie überall rumspringen und nur zur Eintracht wollen. Ja. Alleine der Name Eintracht Frankfurt sorgt bei dem früheren Stuttgarter für gute Laune. Das ist das, was mich natürlich an Eintracht Frankfurt absolut begeistert, dass wir wirklich ein Verein sind, der unheimlich viel Potenzial noch nach vorne besitzt. Man darf nicht davon reden nur, sondern man muss daran arbeiten, dass wir dieses Potenzial auch zu 100% ausschöpfen wollen. Und da sind wir, glaube ich, alle und ich an erster Stelle im sportlichen Bereich natürlich gefordert, natürlich auch die richtigen Schritte zu tun. Die will er jetzt gehen. Weiß er über das Potenzial des Vereins und er weiß auch, wem er die gute Ausgangsposition zu verdanken hat. Herr Rebert Buchhagen hat mir einen kerngesunden Verein überlassen. Dafür danke ich ihm. Ja, hier gibt es keine Einsparungen in der Hinsicht, dass ich irgendwas konsolidieren muss. Wir wissen, dass wir natürlich Transferüberschüsse auch immer machen müssen, dass wir Spieler entwickeln müssen, dass wir schauen müssen, dass wir frisches Geld reinbekommen, dass wir auch fremdes Kapital wieder reinbekommen. Das ist auch sehr wichtig, das ist ganz, ganz normal. Geht aber Hand in Hand mit dem Sport. Aber Bobic weiß auch, dass die Adler-Fans nicht geschlossen hinter ihm stehen, wird sich aber durchzusetzen wissen. Ich meine, ich war Stürmer, da wissen Sie, dass ich da klare Kante bin und ich mich immer durchsetzen musste, ja, gegen die Verteidiger. Und so ist es im Endeffekt ja auch in dieser Position, dass ich da auch genauso mutig und auch zielstrebig vorangehe. Natürlich auch die Kommunikation auch suchen werde, das ist ganz klar. Der Spieler des sogenannten magischen Dreiecks des VfB Stuttgart mit Freddy Bobic, Krasimir Balakow und Giovanni Elber schaut sich im Eintracht-Museum auch direkt die magischen Drei der Eintracht mit Yeboah, Gaudino und Uwe Bein an. Doch die Zeiten als Spieler sind vorbei und der Unterschied zu damals ist klar. Eins ist klar, wenn du in der Führungsposition bist, musst du klaren Kopf haben, musst du auch immer erstmal denken, bevor du sprichst. Ja? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Als Spieler kannst du mal schneller sprechen, bevor du denkst. Ja? Ja? Dann habt ihr ein paar schöne Schlagzeilen. Aber es ist doch ganz klar, dass du da in der Position doch eigentlich der Fels in der Brandung, wenn wirklich die Wellen sehr hoch schlagen, dann auch sein musst. Ja? Bobic hat sich vor allem als Spieler immer für seinen Verein eingesetzt und sich immer vor alle gestellt. Und damals auch über die Stränge geschlagen, wie beispielsweise in Frankfurt. Ich glaube hier, genau noch damals im Waldstadion, habe ich damals diesen Spruch in die Kameras gesagt, über den Schiedsrichter, über die blinde Bratwurst. Die ist ja, glaube ich, bekannt. Die hat es bis zu USA Today geschafft, ja, damals auch. Und dafür bin ich nochmal extra Spiel gesperrt worden. Das ist hier passiert. Die Eintracht-Jacke hat er schon einmal von seinem Vorgänger überreicht bekommen. Auch wenn sie noch etwas groß war und Bobic erst noch hineinwachsen muss.